So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von My Time at Sandrock. Und, jo, nicht wundern, letzte Folge, ihr wisst ja, wenn Montag seine Folge kommt von Sandrock, die mit, das war's mit Sandrock für diese Woche kommt, dann ist es eine verlorene Folge vom letzten Mal. Also nicht wundern. Oh Gott, wie komme ich denn da ran? Von hinten, okay. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Weihnachtsfest. Und hoffe, alle sind gesund und munter und zusammen rausgekommen. Ich für meinen Teil hatte auf jeden Fall wunderbares Weihnachtsfest und hab auch schon meine Liste für nächstes Jahr gemacht an Spielen, die ich jetzt spielen werde. Aber ich werde jetzt noch nichts verraten, das erfahrt ihr wie immer am Ende von diesem Let's Play. Was als nächstes kommt. Und damit machen wir erstmal weiter hier. So. Wir müssen auf jeden Fall durch diese Fabrik hier, durch den Einkaufszentrum durch. Die ganzen Roboter. Auf uns warten. Und uns an die Kehle wollen. Diese seltsamen Aufkleber drauf in den Kisten. Ich hoffe, ich darf die kaputt machen. Okay, hier gibt es einen Weg hier lang. Oh, da ist eine Schatzkiste. Ich glaube, da war vorher die Schlüsselkarte drauf. Gibt es den Weg hier lang? Aber hier ist nichts, ne? Ah, nur der Weg hier hin. Okay, ich sehe schon. Theoretisch hätte ich auch einfach hier oben lang gehen können und hätte mir das Ganze da unten sparen können. Aber das passt schon. Genau, und wir müssen einen seltsamen Kraftkern bergen, okay. Ist, dann geh woanders hin. Lass nicht an Leuten aus. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um zu speichern, okay. Sollte ich eventuell. Was ist das denn? Oh, blauer Schlüssel, okay. So, genau. Das da muss weg und das da muss weg. Das da muss weg. Okay.
Weg bitte. Aus dem Weg bitte. Okay, muss ich da unten lang oder muss ich hier oben weiter? Ich glaube, ich muss hier oben weiter. Deswegen gehe ich erstmal hier runter. Ja, ist der lila Schlüssel. Wir können so ein bisschen viel Zeit nehmen, wie es geht. Das beinhaltet Erz, Leben, CDs und so weiter und so fort. Und wenn wir hier was abbauen können, nehmen wir das. Dann bauen wir das ab. Eine blaue 3 fehlt. Und noch ein. Wahrscheinlich ist er da oben drin. Also wahrscheinlich da oben rein, den dritten Schlüssel holen und dann wieder hier runter gehen. Alles klar, ich verstehe. Das habe ich so ziemlich schon im Voraus hier unten aufgeräumt. Dass hier alles seit Jahrhunderten verlassen sein soll. Hier sehen einige Sachen noch echt sauber aus. Wirklich sauber. Und da ist noch eine Truhe, okay. Oh, dreimal Wasser, das ist wunderbar. Und da haben wir den Schlüssel, perfekt. Ich glaube, es ist ein bisschen unfair, da ich mit Level 27 hier unten schon rumrenne. Das ist wie in den ganzen anderen RPGs. Man macht jetzt alle Nebenquests, die man kriegt, nur um dann anschließend overpowered zum Boss zu rennen. Oh, 57 Gold, die nehme ich auch. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich überhaupt? 12.000 mittlerweile, ach die Scheiße. Wird echt mal so lange das Haus ein bisschen aufmüllen. Was? Hey Boxtür, scheint eine Gemeinschaft von Profis zu sein, ja. Okay. Ja, ja, okay. Ja. Da können wir durch. Wait, können wir noch weiter runter? Hier unten ist irgendwo eine Kiste noch. Irgendwo. So genau hier. Irgendwie. Hm.
genau hier. Es gibt keinen Weg runter oder hoch. Das ist eins unten drüber. Nicht in dieser Tür. Nicht in der Ecke, okay. Vielleicht noch eins oben. Hier nicht. Vielleicht noch eins oben. Ah ja, da ist die Kiste. Perfekt. Das sind auf jeden Fall noch Müllberge. Da kann ich hin. Da liegt irgendwas Rotes. Eine Stahlstange. Zwei Stahlstangen. Perfekt. Nehmen wir. Und ein roter Einkaufszentrumschlüssel. Alles klar. Den werden wir wahrscheinlich gleich brauchen. Hier sind zwei Truhen. Und hier geht's wohl weiter. Dann benutzen wir doch erstmal den roten Schlüssel. Drei Truhen sogar. Paradise Walk. Ein Diamant. Oh. Was ist das? Eine Klonkammer. Ein Opa. Irgendwie aus wie eine Klonkammer oder sowas in der Art. Das sieht weird aus hier. Regenbogenmedaillon. Hm. Gleich mal gucken. Charakter. Glück plus 18. Verteidigungspunkte plus 15 von den goldenen Knochenohrringen. Ja, warum nicht? Das sieht schon heftig hier aus. Vor allem, was ist das für eine Skybox, bitte? Ich meine, es soll in irgendeiner Art von unter einer Höhle sein. Okay, und das vor uns ist anscheinend irgendwie eine Art Kampfarena. Vollkatze. Oh, what? Wie sollen wir die besiegen? Konsolen zerstören? Lauf, 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 lauf. What the hell? Wow. Bloß nicht von den Kugeln treffen lassen. Yes, okay. Schon. Vollpunkt C. Kontrolle C. Okay. Kraftkern. Das muss der Kraftkern sein, mit dem Chi spricht. Oh Mann, ich muss die Kontrollkatze dafür töten. Okay, die sieht auch ziemlich gemein aus. I'm sorry.
Oh, Grace ist meine Verbündete, okay. Okay, wait, wo bin ich eigentlich? Oh, okay, da ist quasi der... Ach, ich bin wieder am Eingang, okay. Hey, dann nicht weg hier, bevor die Roboter kommen. Ich habe ihren Big Boss umgenietet. Eigentlich einen Staubwedel dabei? Oh ja, habe ich. Ein Gummi und Rüstungsteil 2. Oh. Ich darf dann erstmal gleich alles einsortieren. Was ist denn hier? Treten? Eine Höhle. Oh, ich glaube, da gehen wir später hin. Nichts wie weg hier. Okay, mal sehen, ob ich hier noch ein bisschen was scrappen kann, bevor der Tag vorbei ist. Plastikschrott, oh. Ich gehe nächste Runde dort, nächsten Tag zu Chi und gebe ihm den Energiekern. Platz. Okay. Und dann gehen wir das mal hier kurz in die Kette tun. Alles automatisch einsortieren. Etwas Platz habe. Ganz kurz hier gucken. Wasser ist genug da. Okay. Oh, die Kastanie ist fertig gewachsen. Na, wir gucken gleich morgen. Erstmal sollte man schlafen gehen.